Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich begrüße euch recht herzlich zu einem Bastelvideo. Bevor ich aber anfange, möchte ich zwei kurze Sachen euch noch berichten und erzählen. Und zwar Nummer 1 wollte ich euch zeigen, ich habe nochmal eine sehr schöne Dankeskarte und Weihnachtskarte bekommen, und zwar von der Angelika W. Vielen Dank. Ich habe mich total riesig darüber gefreut. Eine ganz tolle, schöne Karte. Und die Angelika hat mir auch ganz liebe Zeilen geschrieben und hat sich auch bei mir bedankt für die tollen Videos und für die Arbeit. Ich finde es ganz lieb, und wie gesagt, das hat mich ja letzte Woche schon so berührt. Da habe ich ja auch schon mal so eine liebe Dankeskarte bekommen. Ich finde es total lieb von euch und ich freue mich da riesig drüber. Also vielen Dank, liebe Angelika, und ganz toll. Und ich mache das wirklich gerne und ich mache diese Videos gerne. Das macht mir richtig Spaß und ich teile meine Ideen gerne mit euch. Und von daher, ja, bitteschön. Also vielen Dank, liebe Angelika, für diese wunderschöne Karte und für deine lieben Zeilen. Hat mich sehr gefreut. So, das war das eine. Zum anderen wollte ich noch eine Sache kurz euch Bescheid sagen. Und zwar geht es um die Challenge Nummer 11. Und zwar war das Thema ja Weihnachtskarten. Da wollte ich ja eigentlich am 21. Dezember das Video drehen mit der Verlosung für die Challenge Nummer 11 und die neue Challenge Nummer 12 fürs neue Jahr bekannt geben. Jetzt ist es so, dass sich in dieser Woche noch ganz viele Teilnehmer angemeldet haben, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich verlängere eine Woche bis zum 28. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr wisst ja, es ist Weihnachtszeit und die Post und DHL haben Unmengen viel zu tun. Ich habe mich auch mit meinem Postboten gestern darüber unterhalten. Das ist Wahnsinn. Also die haben wirklich 160 bis 200 Pakete am Tag auszufahren. Die sind echt am Rotieren. Und deswegen, ja, ich merke es auch an der Post. Die ist einige Tage länger unterwegs, was jetzt Briefe und sowas anbelangt. Deswegen habe ich mir überlegt, damit ihr auch wirklich alle die Chance habt, dass eure Karten für die Challenge-Teilnahme rechtzeitig ankommen, werde ich die Challenge Nummer 12 und die Verlosung Challenge Nummer 11 erst eine Woche später machen, nämlich am 28. Dezember. Also ich hoffe, ihr versteht das und seid mir nicht böse, aber da haben wirklich dann alle die Chance, dass ihre Karten auch wirklich ankommen. Und dass die Teilnahme dann auch wirklich gewährleistet ist. Also wie gesagt, Challenge Nummer 12, die neue Challenge und die Auslosung Challenge Nummer 11 findet erst am Freitag, den 28. Dezember statt. So, und jetzt beginnen wir. Ich habe heute kein vorbereitetes Werk hier liegen. Das hat folgenden Grund. Und zwar habe ich mir gedacht, heute, ich nehme euch einfach mal mit zu einem Video, bei dem ich, mir eine Idee entwickel und lasse euch einfach mal mit dran teilnehmen, damit ihr mal seht, wie das so bei mir abläuft. Und zwar ist folgendes, wir haben dieses wunderschöne Stempelset voller Schönheit. Wer es gesehen hat in meinem Video von der Onstage im November in Berlin, haben wir Stampin' Up! Demonstratorinnen eine Preispatrol während der Onstage, und da habe ich dieses Stempelset gewonnen. Und wir machen das meistens so, dass wir dann untereinander die Demonstratorinnen, die Lust haben, die dieses Stempelset gewonnen haben, machen wir einen Blockhop, so nennt sich das. Also wir basteln quasi mit diesem Stempelset eine Idee, eine Karte oder eine Verpackung, und stellen das dann auf unserem Blog ein und verlinken uns dann gegenseitig. Also es sind mehrere Demonstratorinnen. Und so kann man dann von Homepage zu Homepage hüpfen und sich zu einem Stempelset mehrere Anregungen holen. Und dafür möchte ich jetzt eben eine Karte basteln. Und zwar mit diesem wunderschönen neuen Stempelset voller Schönheit. Das könnt ihr alle kaufen ab dem 5. Januar. Und zwar ist es im neuen Frühjahr-Sommer-Katalog erhältlich während der Celebration-Zeit bis 31. März. Und da könnt ihr das wunderschöne Set kaufen. Ich liebe ja Schmetterlinge. Also wer mich kennt, der weiß das. Ich bin total glücklich, dass dieses Jahr ganz viele schöne Schmetterlingssets dabei sind. Und übrigens, wer noch gerne einen neuen Frühjahr-Sommer-Katalog und eine Celebration-Broschüre haben möchte, der kann sie gerne bei mir bestellen. Kontaktiert mich einfach unten in der Infobox. Findet ihr die
Kontaktdaten, dann schicke ich euch das kostenfrei zu, ja? So, also, dann fangen wir mal an. Ich habe mir überlegt, ich mache eine schöne Karte zu diesem wunderschönen Stempelset. Die wird frühlingshaft. Und dazu habe ich mir folgende Materialien hergenommen. Und zwar, wenn ihr mitbasteln möchtet, ich schreibe euch nochmal alles auf meine Homepage unter den Link, der unten in der Infobox steht. Da findet ihr alle Materialien und alle Maße. Entschuldigt bitte, ich bin ein kleines bisschen erkältet und ich kriege das nicht los. Das geht schon seit 2 Wochen. Deswegen ist meine Stimme und meine Nase etwas belegt oder wie man so schön sagt. Also, ihr braucht ein Stückchen Farbkarton als Grundkarte. Ich habe mir jetzt hier Sahara-Sand genommen in den Maßen 10,5 x 29, gefalzt in der Mitte bei 14,5. Das wird unsere Grundkarte. Dann braucht ihr ein Stückchen in Babyblau. Ihr könnt auch jede andere Farbe verwenden, wie gesagt, das hat die Maße 10 x 14 cm, das wird unsere erste Mattung. Als zweites ein Stückchen flüsterweißen Farbkarton in den Maßen 13,5 x 9,5, darauf stempeln wir gleich. Dann braucht ihr noch ein Streifen von dem neuen Designerpapier, das gibt es dann auch im Frühjahr-Sommerkatalog. Und zwar ist es das Designerpapier Gartenglück und da findet ihr ganz viele schöne so karierte Papiere drinnen in wunderschönen Farben. Und zwar lasst mich kurz gucken, das ist einmal Babyblau, Osterglocke, Krebsfrucht, Heideblüte, Limette und Flüsterweiß. Und ihr habt hier auf der einen Seite ein großkariertes und auf der Rückseite ist es immer kleinkariert in diesen Farben. Und ich finde es traumhaft schön, gerade jetzt für den Frühling und den Sommer ein wunderschönes Designpapier. Und wie gesagt, das ist so schön neutral, das kann man überall schön mit einbauen. Und da habe ich mir jetzt einen Streifen zurechtgeschnitten in 13,5 x 3 cm. Der soll hier, habe ich mir überlegt, so auf die linke Seite kommen. Und dann noch ein Stückchen in Flüsterweiß, 13,5 x 2 cm, der kommt hier oben drüber. Und ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt mal hier alles runter. Also wie gesagt, die Maße findet ihr alle in meinem auf meiner Homepage. Das ist 13,5 x 2 cm. 13,5 x 3, das Designpapier. Das kommt dann hier so übereinander auf unser Stückchen Flüsterweiß in 9,5 x 13,5. So, das soll hier auf die linke Seite. Ich möchte jetzt hier auf diesen Streifen diese schönen kleinen Schmetterlinge in verschiedenen Farben stempeln. Den Hintergrund werde ich hier mit diesen Hintergrund stempeln, die ich ganz toll finde, mit diesen schönen ja, Blubberblasen, Wasserblasen und hier diesen Pünktchen stempeln und dann suche ich mir noch einen Spruch raus. Mal gucken, vielleicht wahre Freundschaft ist alles, das finde ich sehr schön, nicht selbstverständlich. Ah ja, Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wahre Freundschaft ist alles, nur nicht selbstverständlich. Das finde ich toll. Also außen hin zum Beispiel, wahre Freundschaft ist alles. Und innen rein, nur nicht selbstverständlich. Tolle Sache. Oder einfach Hallo oder für dich. Also ein sehr schönes Stempelset. Und es ist ein neues Stempelset. Und zwar gibt es ganz neue, sogenannte ablösbare Stempel. Dazu aber mehr. Und zwar in einem Video kurz vor Silvester. Achte da mal drauf auf meine Videos, die ich hochlade. Kurz vor Silvester werde ich ein Video hochladen, in dem ich euch meine vorbestellten Produkte vom Frühjahr-Sommerkatalog präsentiere. Und da werde ich euch unter anderem eben auch diese neuen Stempel erklären. Ablösbare Stempel gibt es ab dem Frühjahr-Sommerkatalog. Eine ganz tolle Sache. Die halten wie Bombe auf den Acrylblocks. Nur so viel dazu. Ja, und wir stempeln jetzt hier gemeinsam einmal den Hintergrund und einmal hier die Schmetterlinge. Dazu habe ich mir die Farben Sahara-Sand, Babyblau und Lindgrün ausgesucht. So, wir fangen jetzt mal an mit diesen Schmetterlingen. Und zwar werde ich mir jetzt hier einmal meine Farben hinstellen. Lindgrün, Babyblau und Sahara-Sand. Die stelle ich mir jetzt einfach mal hier hin. So, dann nehme ich mir jetzt diesen kleinen Schmetterling raus. Und da merkt ihr schon, die kleben ganz fest. Da müsst ihr aufpassen beim Abziehen.
die kleben wie Bombe. So, und zwar nehme ich mir das hier auf das kleine Stempelkissen, auf den Acrylblock, und jetzt fange ich an zu stempeln. Und zwar möchte ich den hier einfach so die Reihe runter stempeln. Und zwar fange ich jetzt mal an mit Lindgrün. Ich hoffe, das wird richtig. Dann mache ich mir den kurz sauber. Ich habe es ja vorher noch nicht ausgetestet. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, wir machen das hier jetzt einmal gemeinsam. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Einmal Babyblau. Und einmal Sahara-Sand. Sowas könnte man jetzt auch mit dem Stemperatus machen. Oh Gott, Stemperatus. Stemperatus heißt er natürlich. Ich mache es jetzt aber mal so. Weiter geht's mit... ich mache das jetzt mal andersrum und lasse in der Mitte frei und lasse mir da noch was anderes einfallen. Weil wir kriegen wahrscheinlich nicht so viele hin. Also ich fange jetzt mal an. Wir würden jetzt Lindgrün... Genau, ich fange jetzt mit Sahara-Sand an, von unten her. Ich hoffe, ihr seht das. Obwohl, man hätte es auch andersrum machen können, ne? Da wäre es vielleicht harmonischer gewesen. Naja, gut, das nächste Mal. Ist egal. So. Und lasst immer dem Stempelkissen ein bisschen Zeit, in das Papier einzudringen. Dem Stempel. Abdruck ein bisschen Zeit, genau. So, jetzt könnten wir hier in der Mitte ein anderes oder wir machen da die Schleife hin. Wir machen da die Schleife hin, ganz genau. Wir lassen das so, wie es ist. Und zwar gibt es im Frühjahr-Sommer-Katalog während der Celebration als Celebration Prämie, das erkläre ich euch auch noch in meinem Video, ab 60 Euro Bestellwert dieses Schleifenbandset. Also es sind wirklich 5 Schleifenbänder, die bekommt ihr in einem Set gratis dazu. Und zwar genau passend zu dem Designpapier in diesen Farben. Und da nehme ich mir hier dann das Schleifchen in Blau und das machen wir dann hier in die Mitte. Jawohl, super, gefällt mir gut. So, die erste Sache steht schon mal. Jetzt stempeln wir uns diesen Hintergrund. Ich lasse das mal hier liegen, dass ich das so ein bisschen sehe als Anhaltspunkt. Ich würde sagen, wir stempeln jetzt als erstes mal den Spruch hier unten hin, damit wir auch wissen, welcher Spruch das wird. Und ich würde sagen, wir nehmen wahre Freundschaft ist alles. Genau. Das nehme ich mir auch wieder auf einen Acrylblock und das stempe ich mir in welcher Farbe? Ich glaube in Babyblau, weil das ist so unsere Hauptfarbe, sage ich jetzt mal. Und zwar gucke ich jetzt mal, ich lege mir jetzt mal hier den Streifen hin, wo ich den hinhaben möchte, und dann platziere ich mir meinen Spruch, so dass der dann auch schön harmonisch da hineinpasst. Genau, hier kommt er hin. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade. Ich habe mir natürlich vorsichtshalber noch mal ein Stückchen Ersatz zurechtgelegt, damit wir hier auf der sicheren Seite sind. Es ist ein bisschen schief, aber gut, mit dem Stemperatus hätte man das gerade hinbekommen. Macht nichts. So, und jetzt stempeln wir uns hier noch einen Hintergrund. Und zwar brauche ich da noch ein Stückchen Schmierpapier zum Abstempeln. Und zwar habe ich mir überlegt, wir nehmen hier die größeren und diese Sprenkelchen aus dem Stempelset. Einmal diese und diese Kreise. So. Und die nehme ich mir jetzt auch wieder auf einen Acrylblock. So. Und ich fange jetzt mal an mit Sahara-Sand. Ich gehe in mein Stempelkissen und stempel das aber einmal zwischendurch ab. Damit mir das nicht zu
arg wird. Und dann stempel ich hier, ich lege das mal hier unten drunter, und dann stempel ich hier auf meiner Karte. Einfach mal hier so, ich gehe auch hier auf den linken Rand, ich weiß, da kommt zwar nachher diese Bordüre drüber, aber das macht nichts. So, und jetzt nehme ich mir noch diese Kreise und die mache ich jetzt in Lindgrün. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Ich gucke mir die erstmal auf meinem Schmierpapier an, wie die aussehen. Und die stempeln wir dann einfach hier dazwischen. Ja, das ist gut. Das gefällt mir ganz gut. Und ich stempel auch wieder einmal zwischendurch ab. Die Karte wird dann zwar etwas bunter, aber das macht nichts. Und dreht auch ruhig den Stempel mal, dass ihr nicht immer die gleiche Richtung habt von dem Stempel. Und wenn ihr zufrieden seid mit eurem Ergebnis, dann hört ihr einfach auf. Hier unten können wir noch was hinmachen. Ich denke, das reicht. Oh ja, das gefällt mir gut. Das ist mal ein schöner, wilder Hintergrund. Ach doch, schaut mal. Ich glaube, das kommt ganz gut, oder? Jetzt legen wir das mal so übereinander. Wir nehmen uns unsere Mattung, legen das einfach mal hier so drauf. So provisorisch. Doch, das macht sich gar nicht schlecht. Ach, ich freue mich auf diese ganzen Schmetterlinge. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe Weihnachten. Aber ich bin froh, wenn ich jetzt mal wieder solche Sachen stempeln kann. Ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Weihnachtssachen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber ja, okay. Also ich finde es jetzt eigentlich ganz hübsch. Und das reicht jetzt auch. Wir können das Ganze jetzt übereinander setzen. Und können das Ganze gestalten dann noch mit Schleifchen und so weiter und so fort. Und wir müssen dann noch für den Innenteil, genau. Wir haben ja jetzt hier gestempelt, wahre Freundschaft ist alles. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Dann nehmen wir ein zweites Stückchen flüsterweißen Farbkarton in den Maßen 9,5 x 13,5. Und das kommt dann in den Innenteil. Und da stempeln wir jetzt noch dazu, nur nicht selbstverständlich. Genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Sonst ist ja die Karte unvollständig. Und wir haben das hier vorne in Babyblau gestempelt und stempeln das jetzt hier auch in Babyblau. Und da können wir dann auch noch einen kleinen Schmetterling dazu stempeln. Jetzt setze ich mir das hier mal... wo mache ich denn das hin? Unten rechts, oder? Oder? Nee, wir machen sie oben in die Mitte. Genau. Und ich lege mir das mal hin und versuche jetzt meinen Spruch relativ gerade hinzubekommen. So. Sehr schön. Und jetzt möchte ich noch einen Schmetterling dazu, sonst ist mir das hier zu nackig. Und zwar haben wir ja hier noch den größeren Schmetterling. Und den nehme ich mir jetzt noch auf einen kleinen Acrylblock und stempel mir den jetzt hier da oben hin. Und zwar mache ich mir den jetzt in, ich glaube in Savanne, in Sahara-Sand, weil in Lindgrün würde der jetzt, glaube ich, ein bisschen untergehen. Genau, wir machen das jetzt in Sahara-Sand. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, alle anderen Farben verwenden, wie ihr möchtet. Stempel mir den jetzt hier einfach so. Ach, schön. Oh, ich liebe Schmetterlinge. Ich liebe Schmetterlinge über alles. Ich finde, Schmetterlinge sind das Schönste überhaupt. Und Blumen natürlich auch. Aber Schmetterlinge, oh, ich bin so froh. Das hat mir so gefehlt. Ich bin froh, dass Stampin' Up da jetzt wieder einiges mit aufgenommen hat. So, und jetzt können wir die Karte zusammensetzen. Das ist unser Innenteil. Wir fangen jetzt hier an mit unserer flüsterweißen Mattung. Die setzen wir hier auf unsere Mattung in Babyblau.
nehmt ihr einfach ein bisschen Tombow oder Snail und setzt es hier in die Mitte der Karte. So. Einmal aufsetzen. Dann könnt ihr hier diese beiden übereinander setzen. Auch mit etwas Tombow. Ich arbeite bei solchen Sachen eigentlich am liebsten mit Tombow, weil da kann ich noch ein bisschen hin und her schieben. Gerade bei sowas, wo das dann wirklich mittig sein muss und passen muss, da kann man eben mit Tombow hier am besten noch mal ein bisschen ruckeln. So, jetzt kommt das hier auf die linke Seite. Ich habe jetzt hier als vordere Seite das kleinere Karo-Muster genommen. Ihr könnt natürlich auch das größere verwenden, ne? Und das setze ich mir jetzt hier so versetzt auf die linke Seite, so dass ich hier zwischen dem Rand und dem Spruch ungefähr den gleichen Abstand habe. Hier habe ich ein bisschen mit Klebemittel gekleckert. Das lasse ich hier mal kurz antrocknen und dann radiere ich mir das weg. So, jetzt setzen wir uns das auf unsere Grundkarte. Dazu nehmt ihr euch ein Falzbein, falzt die Karte erst einmal nach, dass die hier schön übereinander liegt. So, dann könnt ihr euch die schon hier mit etwas Tombow aufkleben. Ich klecker mich heute andauernd voll. Kennt ihr das auch? Wahnsinn. So. Entschuldigt bitte, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich bin mal gespannt, wann diese Erkältung jetzt mal weggeht. So, jetzt radiere ich das hier mal weg. Das geht eigentlich ganz einfach mit diesem Klebemittelradierer. Den gibt es im Bastelbedarf. Leider hat den Stampin' Up nicht mehr im Katalog. Ich hoffe, der kommt vielleicht mal wieder, weil das kann man schon immer gebrauchen. So, und jetzt nehmen wir uns hier unser Schleifenband zur Hand und machen uns da hier ein kleines Schleifchen. Das muss wirklich nicht groß sein, weil die Schmetterlinge sind ja auch sehr klein und filigran. Und dann ist da ein kleines Schleifchen besser als ein großes. Passt einfach besser dazu, dann rein optisch, ne? So, dann könnt ihr das hier kürzen. Ich freue mich echt auch auf dieses Schleifenband. Das ist richtig, richtig edel. Und also ich finde es ganz toll. Das ist, wie gesagt, so ein Satin Band und das ist in der Mitte, wie sagt man denn jetzt dazu? Es fällt mir jetzt wieder nicht ein. Ich und meine Wortfindungsstörungen, naja, ihr wisst schon. Ich finde es schön. Und das setzen wir jetzt hier einfach mit einem Clue-Dot in die Mitte. So. Na, bleib hier. Und das setzen wir uns jetzt einfach hier in das mittlere Stück, wo wir jetzt nicht hingestempelt haben. Und dann könnt ihr euch die Schleife noch ein bisschen zurechtruckeln. So. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Na, das ist ein bisschen weit oben. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter runter, dass es schön in der Mitte ist. Ich bin da etwas komisch. Ich will das immer in der Mitte haben. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Bling Bling. Ich finde, das muss sein. Jetzt überlegen wir mal kurz, was wir so Schönes haben in unserem Repertoire, was da so schön dazu passen könnte. Entweder natürlich weiße Glitzersteine, ganz klar. Vielleicht haben wir auch irgendwas in Blau. Mal gucken, was ich hier so habe. Das passt nicht. Sternchen passen auch nicht. Die würden vielleicht auch passen, ne? Aber nein, ich bleib bei meinen Glitzersteinchen. Ich nehme meine Glitzersteine und ich glaube, das gefällt mir am besten. Es muss ja nicht zu viel Farbe sein. Wenn es dann zu viel Farbe ist, gefällt es mir auch nicht. So, und dann kann man jetzt natürlich hier sagen, okay, wir machen jetzt eins noch hier hin.
ein Steinchen hierhin. Ich empfehle euch immer so eine ungerade Zahl, so 3 Stück oder 5. Das sieht einfach harmonischer aus. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch unser Innenteil aufkleben, was wir uns noch vorbereitet haben. Und das macht ihr dann genauso mit Tombow oder mit Snail. Und dann kommt das hier ins Innere der Karte. Und dann kann man da einen schönen Gruß drauf schreiben. Und ich finde, das sieht auch immer hübsch aus, wenn innen was gestempelt ist. Ja, und fertig ist unsere Karte. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ihr könnt mir ja auch mal sagen, wie ihr das findet, wenn ich euch so live mitnehme, wenn ich noch keine Idee vorbereitet habe, sondern euch einfach mal so live dabei. Was heißt live ist es ja nicht, aber ich lasse euch einfach dran teilhaben, wie ich mir selber so eine Karte gestalte. Also ich habe nichts vorbereitet, keine Idee, sondern mache das hier mit euch gemeinsam. Wie euch das gefällt oder ob ihr lieber schon ein vorbereitetes Werk sehen möchtet. Ja, wie gesagt, das ist mein Beitrag für unseren Bloghop von der Price Patrol von der Onstage mit einem neuen Stempelset, das da heißt Voller Schönheit. Das könnt ihr euch ab dem 5. Januar bestellen. Gerne über mich, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt, ich schreibe euch alles nochmal unten in die Infobox bzw. auf meine Homepage www.kreativstempel.com. So, ihr Lieben, heute ist der 21. Dezember. Ich wünsche euch von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Schöne Feiertage, genießt das mit eurer Familie, mit euren Lieben, lasst euch reich beschenken, obwohl das ja nicht der Sinn von Weihnachten ist, sondern Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das heißt, genießt einfach, dass ihr eure Familie habt und dass ihr gesund seid. Ich drücke euch aus der Ferne und wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen für eure Treue und dass ihr mir immer so liebe, nette Kommentare schreibt und dass ihr ja einfach da seid und mir zuschaut. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns zwischen den Jahren, also vor Silvester, wieder im nächsten Video. Ich habe euch ja versprochen, es gibt die Vororder von den Frühjahr-Sommer-Katalog und es gibt natürlich noch die Challenge Nummer 11 und Nummer 12. Ich wünsche euch schöne Feiertage, bleibt gesund, bis bald, eure Birgit. Tschüss!